Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste hier im Saal und auch digital an den Bildschirmen, denn die Veranstaltung ist ja eine Hybridveranstaltung. Ganz herzlich heiße ich Sie heute Abend zur Tagung Macht in unserer Reihe Hochfeldener Dialog zwischen Naturwissenschaften und Theologie in der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg willkommen. Mein Name ist Carsten Kreuzer und ich leite die Akademie. Mein Willkommen gilt auch den zahlreichen Teilnehmenden, die ausschließlich heute Abend zum Vortrag zwischen Demutsgigantismus und Bescheidenheitsbrutalität von Frau Dr. Christiane Florin gekommen sind, beziehungsweise sich online zugeschaltet haben. Besonders begrüßen darf ich, auch im Namen unseres Kooperationspartners, dem Bildungszentrum Roncalli Forum in Karlsruhe, die Hauptreferentin und den Hauptreferenten unserer Tagung, Frau Dr. Florin und Herrn Professor Dr. Andreas Anter. Jetzt sehe ich ihn, da hinten sitzt er. Jawohl. Schön, dass Sie beide den Weg nach Freiburg auf sich genommen haben, der mitunter auch gar nicht so gering war, und dass Sie auch gut angekommen sind und heute Abend unter uns weilen. Bei unserer Tagung wollen wir im Wesentlichen zwei Perspektiven zusammenbringen. Einerseits einen allgemeinen Angang zum Thema, um zu erfassen, welche Aspekte und Dimensionen das Phänomen Macht im menschlichen Leben und im gesellschaftlichen Zusammenleben aufweist. Andererseits eine Fokussierung auf den Umgang mit Macht innerhalb der katholischen Kirche, die nicht erst seit der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs beim Thema Macht im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit steht, denn sexueller Missbrauch und dessen Vertuschung waren in der Regel auch Machtmissbrauch. Aus verschiedenen Gründen, insbesondere der zu erwartenden Öffentlichkeitswirksamkeit des Brennpunkts Kirche und auch von Frau Florin als deutschlandweit bekannter Journalistin und Expertin bei diesem Thema, haben wir den Ablauf nun aber umgedreht. Das heißt, wir werden heute Abend zunächst eine Tiefenbohrung zum Umgang mit Macht im System Kirche vornehmen, um dann morgen Vormittag zunächst der grundlegenden anthropologischen und sozialwissenschaftlichen Dimensionen von Macht auf der Basis der Expertise von Professor Anter uns zu vergewissern und anschließend dann in einer Diskussion mit beiden Referentinnen über die überhängenden Fragen diskutieren. Natürlich haben Sie, werte Publikum, bereits nach jedem Vortrag die Möglichkeit, Ihre Perspektiven und Fragen einzubringen, und zwar sowohl hier im Raum als auch online. Wenn ich eben von wir gesprochen habe, dann ist damit das Vorbereitungsteam des Hochfeldener Dialogs gemeint. Wer wir sind, entnehmen Sie bitte ebenfalls dem Flyer. Eine Einzelvorstellung würde jetzt zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Ein Wort noch zur Reihe Hochfeldener Dialog. Unsere Stammkundinnen und Stammkunden bei diesem Dialog wissen, dass wir in den letzten fast 20 Jahren viele Fragen im Grenzgebiet zwischen Naturwissenschaften und Theologie bearbeitet haben. Dieses Jahr haben wir den Dialog mit dem Thema Macht etwas weiter und anders gefasst. Es geht also mehr um den Diskurs politologischer, journalistischer und theologischer Perspektiven. Wir versprechen aber schon jetzt, nächstes Jahr die naturwissenschaftliche Sicht wieder stärker zur Geltung zu bringen. Nun aber genug der Vorrede. Ich gebe ab an meine Kollegin Frau Dr. Rebecca Albert, Studienleiterin für Wissenschaftsethik in unserem Haus, die sie durch den weiteren Abend führen wird. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, auch ein herzliches Willkommen meinerseits an die Teilnehmenden, zum einen hier im Saal, aber natürlich auch an unsere Teilnehmer, die zu Hause vor ihren Bildschirmen das Geschehen verfolgen. Carsten Kreuz hat es schon gesagt, mein Name ist Rebecca Albert, ich bin Studienleiterin hier an der Katholischen Akademie für den Bereich Wissenschaftsethik und ich bin auch als Biologin schon viele Jahre im Kreis des sogenannten Hochfeldener Dialogteams tätig. Und ich freue mich sehr darauf, den Abend heute Abend mit Ihnen gemeinsam zu genießen. So, wie sieht es denn eigentlich aus heute Abend? Was passiert hier? Wir werden als erstes natürlich dem Vortrag von Frau Florin lauschen dürfen und danach gehen wir in eine Podiumsdiskussion, an der Sie aber auch sich beteiligen können, eben sowohl hier im Saal als auch online, aber dazu sage ich später dann noch mehr.
Doch nun zu unserer heutigen Referentin, Christiane Florin. Über sie wird beispielsweise in der Begründung für die Verleihung des Walter-Dirks-Preises 2023 gesagt: Eine Frau, die seit Jahrzehnten für die römisch-katholischen Machtverhältnisse und die Opfer dieser Machtverhältnisse sensibilisiert. Sie tut dies mit Spirit und Verve, das heißt so viel wie Begeisterung, muss ich selber auch erst nachgucken, und einem guten Journalismus. Sie tritt ein für eine befreiende diakonische Kirche, in der die Geltung und Umsetzung aller Menschenrechte grundlegend ist. Und weiterhin heißt es dort: Scharfsinnig in ihrem Urteil, unabhängig und der Wahrheit, verpflichtet in der Analyse, gehört sie zu den mutigen Publizistinnen unserer Tage, eine kleine Prophetin dieser Zeit. Geboren wurde Christiane Florin in Troisdorf bei Köln, und das schafft sicherlich auch die Grundlage für ihren rheinischen Humor, der in allen ihren Vorträgen, Beiträgen und Büchern bei aller Ernsthaftigkeit der Themen durchaus mitschwingt. Die promovierte Politikwissenschaftlerin arbeitet als Journalistin von 1996 an für die christlich ausgerichtete Wochenzeitung Rheinischer Merkur. Ab 2007 leitete sie das Feuilleton dieser Zeitung, die im Dezember 2010 als Beilage Christ und Welt der Wochenzeitung Die Zeit fortgeführt wurde. Christiane Florin war bis Ende 2015 Redaktionsleiterin bei Christ und Welt. Von Januar 2016 bis Oktober 2023 gehörte sie der Redaktion Religion und Gesellschaft beim Deutschlandfunk an. Ferner ist sie Lehrbeauftragte am Institut für politische Wissenschaft der Universität Bonn im Fachbereich Medienpolitik und Medienkultur. Und zum 1.11. ist sie in die Deutschlandfunk-Kulturredaktion gewechselt. Christiane Florin hat zahlreiche Bücher und Artikel geschrieben, so zum Beispiel im Mai 2017 die breit beachtete Streitschrift Der Weiberaufstand, warum Frauen in der Kirche mehr Macht brauchen. Hierzu hat Frau Florin im Jahr 2020 auch einen Vortrag bei uns an der Katholischen Akademie gehalten, und dieser Vortrag findet auch auf unserem YouTube-Kanal breite Beachtung, also es lohnt sich, den auch anzugucken. Im Jahr 2020 war dann auch das sehr aufrüttelnde Buch, wie ich finde, Trotzdem, wie ich versuche, katholisch zu bleiben, wurde dort publiziert. Und eben heute Abend, Carsten Kreuz hat es schon gesagt, wird sie zu uns sprechen zum Thema zwischen Demutsgigantismus und Bescheidenheitsbrutalität, das Machtsystem römisch-katholische Kirche. Ich bin sehr gespannt und freue mich sehr auf Ihre Ausführung. Frau Florin. Ja, vielen Dank für die Einladung und für die freundliche Begrüßung. Die titelgebenden Hauptwörter, Demutsgigantismus und Bescheidenheitsbrutalität, ich meine, ich liebe ja Neologismen, ne? Finde schon mal gerne was, die stammen ja aus dem Buch Trotzdem. Vor 6 Jahren, da war ich noch alt und naiv, da wählte ich für mein lila Buch Weiberaufstand den Untertitel Warum Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen. Das mehr hätte ich mir schenken können, aber das nur nebenbei. Jedenfalls habe ich nicht damit gerechnet, dass ein Wort noch mehr Allergien auslöst als das Wort Weiber. Und das war das Wort Macht im Untertitel. Und zwar interessanterweise in verschiedenen kirchenpolitischen Lagern. In Lagern, die sich auch ansonsten spinnefeind sind. Das Wort Macht auf dem Cover dieses lila Buches, das war in etwa so, als hätte ich in einem veganen Café, wo alle über Hafer, Reis und Mandelmilch sitzen, auf die Frage, was auf mein Cappuccino drauf soll, mit Kuhmilch von ausgebeuteten Kühen aus Käfighaltung geantwortet. Ja? Die Leute gucken einen entgeistert an und sagen, das gibt's hier nicht. Niemals. Die spinnt. In dem lila Buch wird ja die verwegene Behauptung aufgestellt, dass es in der römisch-katholischen Kirche Macht gibt, dass die ausgeübt wird und dass die sogenannte Frauenfrage eine Machtfrage ist. Und wenn Sie so einen Machtverdacht äußern, wie ich das gemacht habe, dann kommen verschiedenstufige Reaktionen. Die erste Reaktion, die immer kommt, ist, die ist gar keine Theologin. Darf die das überhaupt? Und da ist natürlich die rheinische Antwort, ne, darf das das und ob das das darf. Die zweite Reaktion kommt
aus dem rechtsdrehenden katholischen Milieu, immer mit Josef Ratzinger. Und da heißt der Satz, Sie kennen ihn wahrscheinlich, in der katholischen Kirche gibt es keine Macht, sondern nur Dienst oder nur Vollmacht. In der Variante auch bekannt, alle Macht ist Dienst. Dritte Stufe, da kommen die Rezensionen in mittelkatholischen Kirchenzeitungen. Und da steht dann, um Macht sollte es uns, wer immer das auch sein mag, doch nur wirklich nicht gehen. Nicht den Männern und nicht den Frauen. Vierte Stufe, es melden sich kampferprobte Feministinnen, die schon auf der Würzburger Synode für den Diakonat der Frau gekämpft haben. Und die lassen einen dann wissen, dass Frauen doch dieses Männerding Macht überhaupt nicht nötig haben. Frauen haben doch eigene Charismen, eine eigene weibliche Spiritualität. Ich habe bis heute nicht begriffen, was diese weibliche Spiritualität sein soll. Mir fehlt sie, oder mir fehlt sie eigentlich nicht, ich habe sie jedenfalls nicht. Ich stelle mir immer so vor, dass wenn die Herren die Priesterkragen richten, die Frauen dann in Filzsocken zum liturgischen Tanz ansetzen. Ich weiß es nicht. Also Vollmacht, Dienst, Charisma. Das ist die römisch-katholische Version von Mandelmilch, Sojamilch und Reismilch. Sanft und gut und aufschäumbar und auch in der Barista-Variante erhältlich. Aber Macht wird ja inszeniert, die ist ja zu sehen, ne? In der Liturgie, in der Architektur der Kathedralen ganz besonders, in den Gewändern der Priester, Prunk und Pracht und phallische Türme, so heißt es dann immer, die erheben selbstverständlich nicht den Kleriker über das Kirchenvolk, auch nicht den Bischof, nicht den Papst. All das Spitzenmäßige, das dient natürlich nur Gott, dem Allmächtigen. Da ist das Wort Macht ja drin und da ist es auch erlaubt. Das gebührt eben nur dem Allerhöchsten. Und ich bin nicht so unbescheiden zu sagen, dass ich die Erste bin, die gemerkt hat, dass Macht ausgeübt wird, die dieses ganze Gerede, dass Macht nur dem Allmächtigen gilt, dass das einfach nicht stimmt. Das glaube ich einfach nicht. Aber es ist doch auffallend, dass Machtanalysen viele Jahre, sagen wir mal, unter der Ladentheke versteckt waren. In der DDR nannte man das Bückware. Also man muss sich schon anstrengen, um die zu finden. Ein theologisches Tetrapack mit der Aufschrift, so, hier Kuhmilch, hier geht es um Macht, das ist mir nicht begegnet bei den Recherchen zum Weiberaufstand. Ich habe Politikwissenschaft studiert, hat ja auch hier in Freiburg eine große Tradition, das Fach. Und in der Politikwissenschaft ist es verbreitet, dass man auf Bücher draufschreibt, was drin ist. Also wenn ein Buch Regierungslehre der Bundesrepublik heißt, dann können Sie davon ausgehen, dass Ihnen da das Grundgesetz erklärt wird, aber eben auch Machtlegitimation, Gewaltenteilung. Man erfährt also einiges darüber, wie es so mit der Macht da abläuft und wie die kontrolliert wird. Naiv, wie ich 2016, 2017 war, habe ich eben bei der Vorarbeit zum Weiberaufstand auch was Theologisches gesucht mit einem ähnlichen Titel, sagen wir mal, das Regierungssystem der römisch-katholischen Kirche. Die Ausbeute war nahe Null. Es fand sich natürlich was bei Eugen Drewermann und bei Hans Küng, Auseinandersetzung mit dem Thema Macht, ne, in den Klerikern ja auch von Drewermann. In manchen Büchern fand sich auch etwas zwischen den Zeilen. In der Gastronomie gab es eine Weile die Mode, alles so zu Schäumchen aufzuschlagen, ne? So Espuma nannte man das oder nennt man das auch heute noch. Und als ich so einige Bücher über Theologie und Weihe las, da musste ich irgendwie an dieses Schäumchen denken. Denn viel aufhübschendes Schäumchen, aber darunter eben keine Beschreibung der institutionellen Härten. Das könnte zwei Gründe haben. Offenbar ist auch die Theologie davon überzeugt, dass die Kirche anders ist, besser, edler als eine weltliche Institution, dass es da also wirklich keine Macht gibt, sondern nur Dienst, dass sie was anderes ist als ein profanes Staatsgebilde zum Beispiel.
Oder aber, zweiter möglicher Grund, vielleicht ist es riskant, sich als Theologin oder Theologe mit Machtanalyse zu befassen und das dann auch explizit so zu nennen. Womöglich, ganz kühner Gedanke, hat das mit vermachteten Verhältnissen an theologischen Fakultäten zu tun. Was es nicht geben darf, darf ich vielleicht auch nicht untersuchen. Die Kirchenrechtlerin Judith Hahn schreibt in ihrem Buch Kirchenrechtssoziologie, das ist aber nach 2017 erschienen, sehr treffend: Wer Machtstrukturen hinweg theologisiert, erschwert es den Kirchengliedern, sie zu identifizieren und strukturelle Machtasymmetrien zu kritisieren. Also, Macht zu verleugnen, zu bestreiten, dass es überhaupt Macht gibt und dass die unkontrolliert ausgeübt wird, das führt ja dazu, dass Gebrauch von Macht, verantwortungsvoller Gebrauch von Macht und Missbrauch von Macht überhaupt nicht voneinander unterschieden werden können. Auch charismatische Herrschaft ist Herrschaft, das wusste schon Max Weber. Aber Macht weg zu spiritualisieren, das ist brutal. Denn wer Machtmissbrauch erlebt hat, der hat keine Sprache dafür und findet auch keinen, der ihm qualifiziert Wörter und Stimme dazu gibt. Politikwissenschaftlich betrachtet, jetzt mal ganz im Schnelldurchlauf, das Regierungssystem römisch-katholische Kirche. Die römisch-katholische Kirche ist kein Staat, das muss man vorausschicken, aber sie lässt sich doch politikwissenschaftlich in gewisser Hinsicht als absolutistische Monarchie beschreiben, mit einem Papst an der Spitze, und dieser Papst verfügt seit 1870 über den Jurisdiktionsprimat. Das war damals im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, ein ziemlich moderner Einfall, denn das hat einfach die Entscheidungsfindung sehr effizient gemacht. Ne? Ich meine, wenn einer entscheidet, das geht einfach schneller, ne? Als wenn sie wie in der Demokratie unterschiedliche Positionen einholen müssen, Mehrheiten organisieren müssen und so weiter und so fort. Einer spricht für alle, einer entscheidet für alle, katholisch praktisch, päpstlich. Und diese absolute Monarchie, die basiert auf einer ständischen Ordnung. Das kennt man ja auch aus der, sagen wir mal, aus der weltlichen Geschichte, diese Ständeordnungen. Der Klerus ist der höchste Stand, der ist nicht nach unten verantwortlich, sondern wird von oben berufen, und zwar von ganz oben. Der höhere Stand hat Macht im Sinne von Entscheidungsbefugnissen und er hat auch Gestaltungsspielräume. Zugang zum höheren Stand haben nur Geweihte. Die Weihe ist an das männliche Geschlechtsteil, hätte ich jetzt fast gesagt, also an das männliche Geschlecht geknüpft. Der niedere Stand besteht aus ungeweihten Frauen und Männern. Frauen können aufgrund ihres spezifisch weiblichen Wesens, da komme ich später noch drauf, niemals in den höheren Stand aufsteigen. Das geht einfach nicht. Ob sie standesgemäße katholische Frauen sind, das unterscheidet sie eben auch nochmal von den Männern. Standesgemäße katholische Männer, da wird nicht so genau drauf geguckt. Also ob die Frauen sich standesgemäß verhalten, welchen Platz sie einnehmen dürfen, entscheiden auch geweihte Männer. Verlassen sie den ihnen zugewiesenen Platz im niederen Stand, dann fallen sie vom Laienstand in den Stand der Unsortierten und Ungeordneten. Denn das ist der Stand ganz unten. Ne? Da befinden sich die, die zwar getauft sind, aber deren Sexualität als per se ungeordnet gilt und die im Zustand dauerhafter Sünde leben. Der Klerikerstand kann diesem Stand entweder mit Verachtung und Strafe begegnen oder mit Barmherzigkeit. So gesehen ist das also ein Stand der Gnade. Kleriker sind natürlich auch nicht alle gleich. Bischöfe sind in dieser absoluten Monarchie so eine Art König, wenn der Kaiser ein Papst ist. Sie heiligen, lehren und leiten in ihrem Reich. Die Legitimation für diese Herrschaft beziehen sie vom Papst, aber vor allem natürlich auch wieder von ganz oben, von dem, den der Papst vertritt. Die Könige, das ist jetzt wirklich interessant, die Könige, die werden natürlich nicht König genannt, die werden auch nicht Herrscher genannt, der Herrschertitel ist ja Christus vorbehalten. Nein, die Bischöfe, die heißen eben entweder Bischof oder besser noch Hirte. Und da muss ich sagen, an diesem Punkt der Beschreibung kommt natürlich die Politikwissenschaft an ihr Ende, denn die Hirten sind umgeben von Schafen, die Hirten führen Schafe, so kann man es ja ausdrücken, und wenn
einen der Ruf ereilt, das ist jetzt auch nochmal interessant, dann wird man vom Schaf zum Hirten. Julia Knopp hat das in der Laudatio des Dirkspreises schön ausgedrückt, man wird vom Vierbeiner zum Zweibeiner. Ich meine, da kommt jetzt auch die Biologie an ihre Grenzen, ne? Ist ja auch eben ein ontologisch anderer Daseinszustand. Ja, so. Und nun kennt das Kirchenrecht eben nicht das Wort, das Wort Macht wird so nicht benutzt, außer im Zusammenhang mit Vollmacht, aber das Kirchenrecht kennt immerhin so Worte wie Gewalt, aber auch im Kirchenrecht ist dominant das Wort Dienst. Da lese ich Ihnen mal gerade was vor. Ne, im Kirchenrecht steht, Kirchenamt ist jedweder Dienst, der durch göttliche oder kirchliche Anordnung auf Dauer eingerichtet ist und der Wahrnehmung eines geistlichen Zweckes dient. Also haben Sie sozusagen Doppeldienst sogar, ne? Einmal das Nomen, das Substantiv und einmal das Verb. Ne? Zentral sind Begriffe wie Gewalt, Vollmacht und Befugnis. Und die umfassendste Gewalt, die sogenannte Leitungsgewalt, die hat eben der Bischof, der Hirte. Sakramental, juristisch, administrativ, Hirten setzen Recht, sprechen Recht. Und sie weihen dann eben die Priester, die ihnen Gehorsam versprechen. Das Kirchenrecht schweigt allerdings dazu, welche Fähigkeiten mit der Weihe auf einen Mann übergehen. Führungsqualitäten fallen vom Himmel. Gewaltenteilung ist in diesem System nicht vorgesehen. Gegen eine als ungerecht empfundene Entscheidung des Bischofs kann man nicht, ich sag mal, nach Karlsruhe ziehen oder so. Individuelle Abwehrrechte eines einzelnen Kirchenmitglieds gibt es auch nicht. Wenn gegen Kirchenrecht verstoßen wird, so ist die Logik, dann ist die Kirche das Opfer und nicht der Einzelne. So wenig theologische Literatur es zu dem Thema gibt, so viel gibt es natürlich aus anderen Disziplinen. Michel Foucault kennen Sie vielleicht, dessen Machtanalysen. Oder auch Max Weber hat schon vor über 100 Jahren, er hat die römisch-katholische Kirche nach 1870 Kaplanokratie genannt. Und von Max Weber stammt auch einer meiner Lieblingssätze, der bezieht sich zwar auf die Bürokratie, der passt aber zum Thema Dienst. Max Weber hat gesagt, dass Leiter und Verwaltungsstab eines Verbandes, der Form nach als Diener der Beherrschten auftreten, beweist gegen den Charakter der Herrschaft natürlich noch gar nichts. Mit anderen Worten, also man kann noch so viel vom Dienst reden, die Herrschaft ist trotzdem da. Oder noch einen Schritt weiter, es muss einen sogar irgendwie misstrauisch stimmen, wenn dauernd vom Dienst geredet wird. Das ändert nichts an der Herrschaft, das macht die Herrschaft nicht weg. Dann 2018 mit der Missbrauchsstudie, mit der MHG-Studie, wurde aus dem Machtverdacht sozusagen offiziell Gewissheit. Da steht dann schwarz auf weiß, im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz ist diese Studie ja entstanden, da steht dann schwarz auf weiß, dass Macht ausgeübt wird, wow, dass durch die Weihe ein Machtgefälle entsteht und dass sexuellem Missbrauch, Machtmissbrauch vorausgeht und dass die Vertuschung von Missbrauch natürlich auch eine Machtfrage ist. Ne? Viele vertuschen, aber weil sie das einfach können, ja? Weil sie sich sicher waren, das kommt nicht raus. Und selbst wenn es rauskommt, ist es für mich auch nicht so schlimm. Da geht es also auch um Macht. Sie kennen die Fortsetzung alle, es gab dann den synodalen Weg, da gab es sogar ein eigenes Forum namens Macht, Partizipation und Gewaltenteilung und die in Fulda vollversammelten Bischöfe haben ja dann, als sie die MHG-Studie entgegengenommen haben, sehr überrascht zur Kenntnis genommen, dass es überhaupt sowas wie Macht gibt und einige haben sich dann überboten im Angewidertsein vom Klerikalismus, dem Klerikalismus, dem sie ihre Karriere verdanken, in Klammern. Und in dem Forum, da war ich dann schon so ein bisschen erstaunt, beim synodalen Weg Macht, Gewaltenteilung und Partizipation, waren natürlich auch Leute zu finden, die ein Jahr vorher mir geschrieben hatten, aber wir sollten doch nicht über Macht sprechen, sondern ne, es geht doch gar nicht um Macht in der Kirche. Aber gut, Opportunisten sind natürlich systemisch betrachtet immer noch besser als Ideologen. Die sind ja wenigstens wandelbar. Der Philosoph, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Byung-Chul Han,
schreibt in seinem Essay Was ist Macht? Macht glänzt durch Abwesenheit. Mächtig ist, wer es nicht nötig hat, über Machtverhältnisse zu sprechen. Wer es nicht nötig hat, den Missbrauch vom Gebrauch von Macht überhaupt nur intellektuell zu unterscheiden. Die Frage ist jetzt, ob die römisch-katholische Kirche noch glänzt. Ich bin mir nicht so sicher. Ich würde die Frage nicht so einfach mit Nein beantworten. Damit komme ich eigentlich zum titelgebenden Kapitel. Das hier war alles nur Vorrede. In Sachen Demut macht uns keiner was vor, habe ich dieses Kapitel überschrieben. Aufschlussreich ist das Jahr 2005, weil da kann man einen interessanten Vergleich anstellen. 2005 wurde Angela Merkel Bundeskanzlerin und Josef Ratzinger wurde Papst. Nun hat Angela Merkel nicht gesagt, als sie ins Amt gekommen bin, wow, jetzt bin ich mächtig und ich freue mich drauf. Aber ihre Eidesformel möchte ich Ihnen mal kurz vorlesen. Sie hat gesagt, das ist die Eidesformel der Kanzler, ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Und dann hat sie auch noch so wahr mir Gott helfe angefügt. Schon wenn Sie diesen Eid hören, dann hören Sie ja auch, Kanzler sein, Kanzlerin sein, das ist ein Kraftamt. Kraft meines Amtes, wird da gesagt. Wer diese Eidesformel spricht, der hat Gestaltungskraft, der hat Wirksamkeit, der hat Richtlinienkompetenz, aber zugleich eben auch eine Rechenschaftspflicht. Das Wort Pflicht kommt ja auch vor. Man regiert nicht alleine, aber man regiert. Ne? Man hat schon Macht. Das kommt da deutlich zum Ausdruck. Man stelle sich mal vor, Angela Merkel hätte dann bei der Pressekonferenz gesagt, ich bin nur eine kleine Magd in der Suppenküche der Demokratie. Ich meine, das Publikum, die Journalisten hätten doch gelacht im Saal. Ein deutscher Kardinal war einige Monate vorher ins höchste Amt der römisch-katholischen Kirche gewählt worden und Benedikt XVI. Stellte sich kaum zum absoluten Monarchen gewählt hin, im April 2005, und sagte den Massen auf dem Petersplatz von der Loggia aus, ich bin nur ein einfacher Arbeiter im Weinberg des Herrn. Und gegenüber der Presse sprach er dann vom Fallbeil, das mit der Wahl zum Papst auf ihn hinabgesaust ist. Dafür gab es Lacher, dafür gab es aber auch viel Applaus. Das heißt ja, ich bin zwar der Höchste, sitze auf einem goldenen Stuhl, ich kann auch mit einem Federstrich alles allein entscheiden, das kann ein Papst. Aber in Sachen Demut macht mir keiner was vor. Das meine ich mit Demutsgigantismus. Demut, derart öffentlich zur Schau gestellt, ist ein Widerspruch in sich. Demut öffentlich zur Schau gestellt ist einfach keine. Man kann schweigen. Ja, man muss nicht ausrufen, wow, geil, ich bin jetzt mächtig. Man kann einfach gar nichts sagen dazu. Demutsgigantismus ist aber nicht nur eine Frage der persönlichen Disposition, ja, wie man so charakterlich ist. Dass Machtversessenheit mit einem Spitzendeckchen verhüllt werden muss, das ist ja systemisch. Wenn man sich zurückerinnert ans Jahr 1870, Sie erinnern sich vielleicht noch, wie das Unfehlbarkeitsdogma entstanden ist, das kann man ja nachlesen bei Hubert Wolf in seinem wirklich super Buch dazu, da wird eine Auseinandersetzung zwischen dem Papst, Pius IX., und einem Disput mit einem jesuitischen Gelehrten geschildert. Der Jesuit ist kritisch gegenüber der Unfehlbarkeit. Und dann sagt dieser Papst, L'Église, c'est moi, die Kirche bin ich, brüllt der und ist nah an einem Herzinfarkt. Das ist machtbewusst, das ist absolutistisch, das ist natürlich antimodern, aber es ist ziemlich ehrlich. Ne? Mittlerweile geht so viel Ehrlichkeit an der Spitze der römisch-katholischen Kirche ja natürlich nicht mehr. Sie stehen ja unter ständiger medialer Beobachtung, da kommt das ganz schlecht, wenn Sie sagen L'Église, c'est moi, obwohl Sie es als Papst de facto sind. Man darf das keinesfalls eingestehen. Kraft meines Amtes. Josef Ratzinger war perfekt darin, das so erscheinen zu lassen,
als habe er keines seiner höchsten Ämter wirklich gewollt, als sei er am liebsten Professor in der Schreibstube geblieben. Als Ratzinger regierte, da waren in den großen Medienhäusern Deutschlands Feuilleton-Katholiken tätig und die diese Legende permanent weitergeklöppelt haben. Ne? Vom Bescheidenen, der eigentlich lieber Bücher geschrieben hätte und da gar nicht hin wollte. Aber viele wussten auch, dass dieser Mann natürlich Kraft seiner Ämter, vor allem als Präfekt der Glaubenskongregation, zum Beispiel Theologenkarrieren zerstört hat, beendet hat, verhindert hat. Und viele wissen ja auch, dass das Konklave natürlich ein Wahlkampf ist. Also die Papstwahl ist ja nicht sehr viel anders als andere Wahlkämpfe, nur ein bisschen kürzer. Und die putzige Selbstbeschreibung als kleiner Arbeiter im Weinberg des Herrn, die hat ja vor allem da eine brutale Kehrseite, wo es um sexualisierte Gewalt geht. Bis an sein Lebensende hat der Mitarbeiter der Wahrheit keine Verantwortung übernommen dafür, dass Betroffene eiskalt absorbiert wurden, dass Täter versetzt wurden, dass Aufklärung und Aufarbeitung verhindert wurde. Er war ja nur ein einfacher Arbeiter und nicht ganz oben. Er hat am 8. Februar 2022 sich ja nochmal dazu erklärt, dass er im Münchner Gutachten eine Falschaussage gemacht hat. Er hat das als Versehen bezeichnet. Und er sagt dann, ich habe in der katholischen Kirche große Verantwortung getragen, immerhin. Umso größer ist mein Schmerz über die Vergehen und Fehler, die in meinen Amtszeiten und an den betreffenden Orten geschehen sind. Vergehen und Fehler sind also geschehen. Vorher spricht er davon, dass er in Schuld über Große hineingezogen wurde. Einmal spricht er eben von Verantwortung, um dann wieder im Ungefähren zu bleiben. Angesichts der Machtfülle, die ein Papst hat, ein Präfekt der Glaubenskongregation, ein Erzbischof hat, wäre doch vielleicht mal ein Satz angebracht gewesen von der Sorte, ich hätte an all meinen verschiedenen Positionen die Macht gehabt, das Leid von so vielen zu verhindern. Ich hätte mich um Aufklärung und Gerechtigkeit bemühen können, ich habe es aber nicht getan. Und dafür bitte ich um Entschuldigung. Aber ein solcher Satz mit Ich und Macht und Verantwortung ist keinem Papst über die Lippen gekommen bisher. Stattdessen, ich war es nicht. Ich kann es auch gar nicht sein. Und das Brutale daran ist, wer Opfer von Missbrauch wird, nicht nur von sexuellem Missbrauch, auch von Machtmissbrauch, der findet niemanden, der Verantwortung übernimmt. Nicht persönlich und auch nicht repräsentativ Kraft seines Amtes. Kein Satz von der Sorte, ich bin Kirche, ich finde heraus, was war, ich versuche Gerechtigkeit herzustellen. Ich nenne das immer Verantwortungsverdunstungsbetrieb. Und das klingt ja lustig, aber für Betroffene ist das natürlich bitter ernst. Denn wenn die mit der Mütze sich immer wegducken, weil sie behaupten, vor lauter Dienst dauernd Füße waschen zu müssen, dann ist da eben keiner, der Verantwortung übernimmt. Und das ist ja in einem hierarchischen System schon interessant, weil da gibt es eigentlich ein Oben, ein Unten. Der mit der Mütze hat eigentlich die Verantwortung. Der mit der Mütze hat die Leitungsgewalt, die Entscheidungsmacht. Die Unten haben sie nicht. Und noch ein anderes Beispiel für Demos-Gigantismus. Johannes Paul II. Veröffentlichte am Pfingsttag 1994, das war natürlich bewusst gewählt, das Schreiben Ordinatio Sacerdotalis. Und das ist ja, ne, die Tür ist zu für die Frauenweihe. Aber er hat natürlich nicht gesagt, ich spreche jetzt hier ein Machtwort, ich entscheide, die Tür ist zu, ihr Weiber kommt da nicht rein, sondern er hat gesagt, die Kirche ist gar nicht befugt, das zu entscheiden. Und auch das ist ja eine Form von, ich war es nicht. Der Mann an der Spitze handelt nicht selbst, er spricht nicht selbst, er spricht für den da oben, stellvertretend. Er ist ein Werkzeug des Allmächtigen. Ganz wichtig, Machtworte müssen in der Kirche immer im Ohnmachtsgestus gesprochen werden. Auch ich werde hier gesprochen, sage ich in aller Bescheidenheit. Kleriker stellen Allergie, ja sogar Abscheu gegen das Machtwort, gegen das Wort mit M zur Schau. Einen eigenen Willen durchsetzen, Herrschaftssystem Kirche, um Gottes Willen. Ja. Wer so spricht, wer da von Macht spricht, der verkennt doch, dass die Kirche eine göttliche Stiftung ist. Kein Bischof, der gewählt wird, sagt, ich habe eine glänzende Karriere jetzt schon hingelegt und ich habe schon früher im Wohnzimmer Messdiener spielen und Priester spielen geübt, um jetzt hier Bischof zu werden. Das sagt natürlich keiner. Ein geweihter Mann darf nicht nach Leitungsgewalt streben. Die Leitungsgewalt strebt zum Manne.
Ich war es nicht, das ist systemisch. Und warum das so ist, das hat mit dem dritten Punkt zu tun, mit einem Satz aus dem Evangelium, den kennen Sie auch alle. Bei euch aber soll es nicht so sein. Mein peinlichstes Buch heißt Vitamin K. Und das ist hier in Freiburg entstanden, teilweise auf einem weißen Ledersofa im Haus von Robert Zollitsch, dem damaligen Erzbischof von Freiburg und auch Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz. Das war ein Gesprächsbuch zwischen Robert Zollitsch und dem damaligen Vorsitzenden des Zentralkomitees, Alois Glück. Peinlich ist es mir zum einen deshalb, weil ich dauernd Herr Erzbischof gesagt habe, und zum Zweiten, weil ich mich für kritisch hielt, aber nicht damit gerechnet hatte, angelogen zu werden und das überhaupt nicht zu merken. An einer Stelle, die fand ich jetzt beim Lesen mit dem zeitlichen Abstand nochmal besonders interessant, an einer Stelle sprechen wir über den Unterschied zwischen Kirche und Politik. Und da sagt Robert Zollitsch, Zitat, Bischöfe sollten menschlicher miteinander umgehen als Politiker. Der Anspruch an uns ist höher und dem stellen wir uns auch. Und Alois Glück, der ja nun wirklich viel Erfahrung in der Politik hatte, in der CSU, der hat dann von harten politischen Auseinandersetzungen erzählt, davon, dass in der Politik Menschen niedergemacht wurden. Er sagte aber auch, er empfinde die innerkirchlichen Auseinandersetzungen, die er als ZDK-Chef hatte, als noch härter als in der C-Partei CSU. Weil eben doch die Politik aufgrund von Gewaltenteilung, Transparenz und Kontrolle auch durch die Öffentlichkeit dann doch nicht alles machen kann, weil immer die Angst da ist, es kommt raus. Heute wissen wir aus dem Freiburger Gutachten, dass der Erzbischof von Freiburg ein Machtmensch war. Dass er diese Macht genutzt hat gegen Betroffene, für den Schutz von Tätern und für die eigene Karriere natürlich auch. Dieses Buch Vitamin K ist vor mehr als 20 Jahren erschienen und charakteristisch ist Zollitschs Argumentation, nämlich diese Zuschreibung Macht, das gehört in die Politik. Damit haben wir in der Kirche, auch auf der Ebene der Bischofskonferenz, gar nichts zu tun. Dem Wesen der Kirche sind diese Machtkämpfe fremd. Bei uns ist es nicht so, sagt er ja. Ja, wo zwei oder drei im Namen des Katholizismus versammelt sind, da entstehen eben keine Machtverhältnisse, sondern Dienstverhältnisse. Dienstgemeinschaft heißt die Kirche ja auch, wenn sie Arbeitgeber ist. Und der Erzbischof hat sich damals angewidert, regelrecht gezeigt, von der Politik. Er hätte natürlich Grund genug gehabt, sich angewidert von seiner eigenen Kirche zu zeigen. Die Botschaft war, gäbe es nicht diese Welt da draußen, dann wüsste man als römisch-katholische Kirche überhaupt nicht, was Macht ist. Würde man das gar nicht kennen. Und um nochmal auf Josef Ratzinger einzugehen, weil der eben doch sehr bedeutend ist, Josef Ratzinger liebte die Metapher von Schmutz und Reinigung und er hatte ja so ein ganz ästhetisches Kirchenbild. Und wenn da mal Schmutz auf dem Teppich war, dann war dieser Schmutz natürlich von außen reingetragen. Der kam nie von innen. Der verächtliche Blick kirchlicher Führungskräfte auf die Politik und auf die Welt, so heißt es ja dann auch, auf die Welt da draußen, macht aber blind dafür, dass die Kirche ja gar kein Außen braucht, um Macht missbräuchlich auszuüben. Es gibt reichlich hausgemachte institutionelle Anreize, damit sich Niedertracht auch karrieretechnisch lohnt. Wer Kleriker wird, gehört ja nicht nur einem höheren Stand an, sondern bezieht seine Identität aus dieser Kirche, aus diesem Stand, aus der Weihe. Er steht dafür mit seinem gesamten Leben ein. Und er steht eben unter besonderer Beobachtung. Und auch das wissen Sie ja wahrscheinlich alle, unter ganz besonderer Beobachtung steht natürlich der Unterleib, ne? Das Triebleben und vor allem auch immer das Triebleben der anderen. Fast jeder Priester ist mit irgendetwas erpressbar. Es gibt ja die Studie von Richard Zeib zur Einhaltung des Zölibats. Diejenigen, die ihn eingehalten haben, die dann im hohen Alter auf ihr Leben zurückblicken, das liegt im einstelligen Prozentbereich. Jeder ist erpressbar mit einem Freund oder mit einer Freundin. Und die Kirche ist eben mehr als ein Arbeitgeber und deshalb ist der Weg daraus sehr schwierig. Man verliert ja nicht nur einen Beruf und ein Einkommen, sondern man verliert eben diese Identität, wenn man dann nicht mehr Priester ist. Und diese Art von Erpressung und Erpressbarkeit, die sind schon spezifisch römisch-katholisch. Sie haben ja mit dieser Sexualmoral und mit dem Machtfaktor Sexualmoral zu tun. Und wer möchte schon in den Stand der Unsortierten runterknallen? Die Initiative Out in Church, die hat ja daran etwas verändert.
Aber aufschlussreich fand ich dann doch die geringe Zahl von Priestern. Man kann jetzt immer aus zwei Perspektiven drauf gucken und kann sagen, ja, es waren doch Priester dabei, ist das viel, ist das wenig? Ich fand eigentlich, es waren recht wenig Priester dabei. Priester können in der Anonymität darüber sprechen, ob sie homosexuell sind, ob sie das auch leben oder ob sie eine Freundin haben. Aber in der Öffentlichkeit sind schwul immer die anderen. Kein Bischof ist je in einer Synodenaula aufgestanden und hätte gesagt, wir reden hier über jemanden wie mich. Ne? Zu groß ist eben die Angst, fallen gelassen zu werden, abzustürzen in diesen Stand der Unsortierten, der sexuell Ungeordneten. Und outet sich ein Priester oder outet sich ein Priesteramtskandidat im Seminar, dann wird er von seinem Bischof oder Regens garantiert hören, na, Sie sind der Einzige, den das hier betrifft. Ich kenne überhaupt niemanden sonst. Und auch das ist ja nicht nur lustig, sondern das ist ja machtstrategisch interessant. Das ist ja teile und herrsche. Isoliere den, der sich an dich wendet mit einem Problem oder mit einer Anklage und sage, du bist der Einzige, mit dir stimmt was nicht. Ich habe ja vor einigen Wochen im Deutschlandfunk eine Geschichte gesendet von einem Priesterseminaristen, der vor 20 Jahren aus dem Priesterseminar geflogen ist, weil er sich als homosexuell geoutet hatte. Hätte er gesagt, ich lebe das weiter heimlich, dann hätte er bleiben können. Und die Bischöfe, die damals als Regenten mit ihm befasst waren, waren Betzing und Ackermann. Und es war ganz interessant, wie die sich dann eben 20 Jahre später dazu verhalten haben. Nämlich eigentlich gar nicht. Mit der Aussage zu Einzelfällen, zu Einzelgesprächen, sagen sie nichts. Betzing hat immerhin gesagt, dass er das Weiheverbot für Homosexuelle falsch findet. Aber wer Bischof ist, wer Generalvikar ist, wer Regens ist, wer Personalchef ist, der weiß natürlich, dass diese Fälle, diese einzelnen Fälle gar keine Einzelfälle sind. Und das Wissen um die Intimität, das ist ja mehr als Privatleben, um die Intimität des anderen, das gehört zum Machtsystem, zur Personalführung natürlich dazu. Es dürfte auch seine Gründe haben, dass viele Bischöfe vorher Regenten oder Personalchefs waren. Dann weiß man, was los ist. Und dann weiß man auch, wer womit erpressbar ist. Und aus dieser Warte auf die verkommene Politik zu zeigen, das ist natürlich schon Arroganz der Macht. Bei uns, wenn ich die Kirche als uns nehme, nee, bei uns ist es wirklich nicht so. Ich würde sogar sagen, es ist viel schlimmer. Persönlicher, übergriffiger, verletzender. Kirchengranden wie Meißner, Zollitsch, Schlemann, die wurden ja auch noch der Lüge überführt. Mitarbeiter der Wahrheit, Josef Ratzinger, brauchte massiven anwaltlichen Beistand, um nicht als Lügner dazustehen, weil er eben diese Falschaussage, diese falsche Angabe gemacht hatte in dem Gutachten. Gegen den Erzbischof von Köln wird wegen Meineins staatsanwaltschaftlich ermittelt. Das ist eigentlich alles völlig normal. Oder an das hat man sich eigentlich gewöhnt. Aber das Schlimme ist in der Welt da draußen. Die Politik ist böse, wir sind gut. Die Weltsynode, das fand ich jetzt doch interessant, die gerade, wo gerade die eine Vollversammlung zu Ende gegangen ist, die bringt eine Nuance Selbsterkenntnis hinein. In homöopathischer Dosierung, aber immerhin. Von Machtkontrolle ist natürlich und Gewaltenteilung ist die Institution weit entfernt, ist auch dieses vorläufige Schlussdokument weit entfernt, aber es gibt immerhin zarte Hinweise auf Problembewusstsein. Es kommt viermal das Wort Macht vor und davon zweimal in Kombination mit weltlich, aber zweimal eben auch nicht mehr in Kombination mit weltlich. Also es wird schon anerkannt, dass es auch einen kirchenspezifischen Machtmissbrauch gibt. Aber dazu die parlamentarische Demokratie mal wirklich wertzuschätzen, konnte sich die Synode dann auch nicht durchringen. Ich zitiere mal, ohne den Wert der repräsentativen Demokratie gering zu schätzen, tritt Papst Franziskus der Besorgnis einiger entgegen, die befürchten, die Synode könnte ein Gremium der Mehrheitsentscheidungen werden. Die Synode könnte ihren kirchlichen und spirituellen Charakter verlieren und dadurch die hierarchische Struktur der Kirche gefährden. Tja, also so weit käme. Kommt es nicht. Viermal Macht, zweimal davon Kombination mit Weltliches, steht also unentschieden. Und im Dokument zeigt sich ja der ganze große Konflikt zwischen denen, die der Ansicht sind, dass Machtausübung dem Wesen der Kirche völlig fremd ist, dass es nur Dienst gibt,
dass Missbrauch etwas von außen aus der Welt importiertes ist und eben denen, die sagen, wo soziale Beziehungen sind, da ist Macht, die muss eingehegt, die muss kontrolliert werden. Immerhin kommt auch das Wort Rechenschaft im Schlussdokument vor. Der Salzburger Moraltheologe Gregor Maria Hoff hat in Christen und Welt von einer Revolution gesprochen nach dieser Synode. Ich meine, Revolutionen haben Ständesysteme hinweggefegt. Das römisch-katholische Ständesystem, das bleibt ja noch. Und interessant ist auch, dass das Wort unersetzlich in dem Dokument nur einmal vorkommt und da in Kombination mit dem Wort Bischof. Also nur der Bischof, der König, ist unersetzlich. Aber mit Wohlwollen betrachtet, und dazu neige ich jetzt heute Abend, mit Wohlwollen betrachtet kann man die Synode durchaus als Machtleugnungsbeendigungsversuch deuten. So weit würde ich dann doch gehen. Also dass Macht existiert in der Kirche, dass sie missbraucht wird, das zumindest wird nicht mehr bestritten. Aber egal, was die Mehrheit der Synodalen beschließt, am Ende entscheiden, ob er das annimmt oder ob er was ganz anderes macht, am Ende entscheiden kann nur der Papst. Und da wird spannend sein zu sehen, ob er dann sagt, ich habe das jetzt entschieden, oder ob er sagt, ich bin nur ein armes Werkzeug des Heiligen Geistes, des Geistes der Unterscheidung. Ob er spricht oder ob er gesprochen wird. Womit wir beim Thema Zuhören wären. Ganz großes Thema. Als die ersten Fotos aus der Synodenaula zu sehen waren, oder dachte ich, das sieht ja aus wie so ein Spielcasino der 1970er Jahre, habe ich mich gefragt, wo haben die denn die Tische und Stühle her? Ne? So Bad Oeynhausen, dachte ich, aus dem Keller von Bad Oeynhausen. Ich fand aber dann im Internet mit ein bisschen Recherche auf einer Seite namens pokershop.de diese Stühle, das war das Modell Champagner in Rot stapelbar. 64 Euro, wenn ich mich richtig erinnere, aber bei Synoden gibt es bestimmt Synodenrabatt. Und ich habe dann meinen Blog dazu mit dem Titel Casino Royale überschrieben, wegen der absolutistischen Monarchie. Ne? Das ist nichts zufällig. Ja, und jetzt lese ich aber in diesem Schlussdokument, dass diese Tischordnung überhaupt nichts mit dem Spielcasino von Bad Oeynhausen zu tun hat, sondern mit dem biblischen Bild des Hochzeitsmahls aus der Offenbarung des Johannes. Ich meine, der runde Tisch, Wörter wie wir, gemeinsam, unterwegs, aber auch Mahl- und Tischgemeinschaft, die sind natürlich super geschickt gewählt. Da kann man aus medienstrategischen Gründen nur zu beglückwünschen. Das ist toll. Die hierarchischen Verhältnisse bleiben ja, aber wenn Sie die Leute an runde Tische setzen, da sind die auf einmal weg. Ne? Sieht schon alles viel besser aus. Interessant finde ich auch dieses mit dem Weg und dem Gehen. Ne? Man geht, man ist unterwegs, man ist auf einem guten Weg, aber man sitzt ja permanent dabei. Ne? In Köln, da wird viel geschunkelt, das ist ja auch so ein Paradox, ne? Schunkeln ist Tanzen im Sitzen. Und man bewältigt die Wege alle im Sitzen. Es wird zwar abgestimmt, aber wir haben ja gerade gehört, das ist natürlich kein Parlament, das dann wirklich, wo man ein Stimmrecht hat und das Stimmrecht auch bedeutet, das wird dann so beschlossen, sondern hier bedeutet ja Stimmrecht nur Bitten und Wünsche werden formuliert mit einer gewissen Mehrheit. Also abstimmen heißt auf katholisch immer eher, wow, die Stimmung ist gut, ne? Denn die römisch-katholische Kirche ist ja nicht nur eine Institution. Die ist ja nicht nur eine Glaubensgemeinschaft, sondern sie ist ja ein ganz großes Gefühlsroulette. Liebe, Hoffnung, Kränkung. Aber ganz gleich, wie die Gefühlslage ist, es gibt Wörter, die immer gewinnen. Ja? Trampeln alle auf der Stelle, dann ruft garantiert jemand, wunderbar, das ist schon der Anfang eines Weges. Rennen alle durcheinander, dann ruft ein anderer, Aufbruch. Einen neuen Aufbruch wagen. Kommt nach dem Riesenanlauf kein Ergebnis raus, dann ruft jemand, ja, das war ja auch nur ein Hoffnungslauf. Der Weg ist das Ziel. Man muss nicht immer ankommen. Mag sein, dass das jetzt in Deutschland nicht mehr so funktioniert. Jedenfalls nicht mehr so wie in der Aufbruchsstimmung der Nachkonzilszeit. Aber ich finde, es funktioniert immer noch erstaunlich gut. Der Kirchenrechtler Norbert Lüdecke listet ja in seinem Buch Die Täuschung all diese gefühligen Selbsttäuschungen auf. Ja, nur weil der König und der Gärtner gemeinsam durch den Garten gehen oder durch den Park gehen, sind sie noch lange nicht gleich. Gemeinsam ist nicht gleich. Und nur weil man Stimmrecht hat, bestimmt man noch lange nicht mit. Das wissen eigentlich alle,
aber alle wollen was anderes glauben. Und damit bin ich bei den Laieninnen und Laien. Macht ist ja ein komplexes soziales Geschehen, ist ja banal, das zu sagen. Macht ist in einer Kirche, in einer Religionsgemeinschaft nicht alleine Befehl und Gehorsam. Natürlich haben Bischöfe disziplinarische Möglichkeiten, aber das funktioniert ja nicht alleine mit, sozusagen mit der Angst vor Strafe. Sondern, ich greife nochmal das Wort charismatische Herrschaft von Max Weber auf. Diese charismatische Herrschaft, die braucht ja freiwillige Gefolgschaft. Man muss ja nicht einer Kirche angehören, man muss ja nicht folgen. Die Follower werden nicht gezwungen, sie wollen dazugehören. Und deshalb ist ja auch so eine Ausgemeindung im Sinne von, du bist gar nicht katholisch, tut dir ja auch so weh, weil man ja dazugehören möchte. Katholisch sein ist ein einziges großes Zugehörigkeitsgefühl. Theodor Eschenburg hat ein Buch geschrieben über Autorität, ist schon ein bisschen älter, und er definiert diese Autorität als freiwillige Unterwerfung im Vertrauen auf Überlegenheit. Also es ist freiwillig, es gibt Überlegenheit, aber man vertraut auch. Worauf vertraut man? Dass man von der Autorität einen hilfreichen Rat bekommt, ein helfender Rat, sagt er. Anerkennung, Bestätigung der Zugehörigkeit. Zur Autorität gehört, dass es nicht der Ratschlag eines Gleichen ist, also dass es sich schon empfiehlt, diesen Rat nicht zu überhören, das ist schlecht. Aber wenn die Autorität keine helfenden Ratschläge mehr hat, dann verliert sie eben auch Autorität. Und das ist natürlich in der Kirche passiert. Das ist ja auch genau auf dem Themenfeld passiert, wo die Hierarchen glaubten, die allerhöchste Autorität zu haben, nämlich auf dem Gebiet der Geschlechtsverkehrsregelung. Wo noch etwas von dieser Macht geblieben ist über die Betten, das ist im Arbeitsrecht. Das Arbeitsrecht hat sich zwar verändert, das wissen Sie auch, aber interessant war doch, wie lange die Bischöfe versucht haben, diese Macht zu halten. Und dass sie es verändert haben, das hatte auch nichts mit Einsicht oder Umkehr zu tun, sondern ja vor allem mit dem Druck der Gerichte. Gerichtsentscheidungen, also die man eben verloren hat als Kirche, haben ja dazu geführt. Sie hatten nichts, diese Veränderungen, mit Gesprächen an runden Tischen zu tun. Von sich aus haben Bischöfe diesen Posten nicht geräumt. Der Kirchenrechtler Thomas Schüller schreibt in seinem gerade erschienenen, sehr lesenswerten Buch Unheilige Allianz über diese Dienstgemeinschaftsbrutalität. Ich zitiere mal: Betroffene, deren Berufsbiografien durch die katholische Kirche zerstört wurden, warten immer noch auf ein Wort der Entschuldigung. Natürlich gestehen viele Gläubige diesem Episkopat, diesen Bischöfen, insgesamt keine Autorität mehr zu. Marx hat ja selber gesagt, Kardinal Marx hat ja selber gesagt, uns glaubt niemand mehr. Ja? Aber es gibt natürlich immer noch den unverbrüchlichen Glauben an den guten Hirten, ne? Dass unter den 27 doch ein paar dabei sind, die eben gute Hirten sind. Meistens sind das eben die sogenannten Reformbischöfe, die sich dann, das ist das Kriterium, sogar mit Laien an einen Tisch setzen. Aber ich finde auch, Liebe zu Reformbischöfen macht ja blind. Das konnte man beim synodalen Weg an der Satzung ganz einfach sehen. Auch die Reformbischöfe wollten natürlich, dass diese eigene bischöfliche Mehrheit in die Satzung kommt. Die wollten nicht einfach, dass eine Stimme ist, die Stimme eines Laien, die Stimme eines Bischofs, dass das gleich zählt, sondern die wollten, dass es eine eigene Zweidrittelmehrheit der Bischöfe geben muss. Also auf Macht wirklich verzichten wollten die nicht, trotz der MHG-Studie. Ich habe nichts gegen runde Tische und auch nichts gegen Gemeinsamkeit und schon gar nichts gegen Hoffnung, aber Hoffnung ist natürlich in diesem ganzen Spiel hier die völlig falsche Kategorie. Der reformromantische Tischkitsch, der braucht ja so viel Aufmerksamkeit, dass für die unmoralische Analyse von Machtverhältnissen offenbar keine geistige Kapazität mehr da ist. Das fängt schon, das können Sie auch jetzt wieder beobachten, wo um den synodalen Ausschuss gestritten wird, das fängt ja schon bei der Bezeichnung an. Ich würde sagen, die meisten, die sich, oder viele von denen, die sich als konservativ in der Kirche bezeichnen und auch unter denen, die hohe Ämter haben, die sind eigentlich gar nicht konservativ in dem Sinne, das heißt ja konservativ, dass ich kompromissbereit um den Umgang mit Wandel ringe. Die sind nicht konservativ, sondern die sind schon autoritär. Die möchten, dass es so läuft, wie sie es für richtig halten, und zwar für alle. Manche Töne, die ich so höre aus bestimmten katholischen Medien auch, die würde ich auch nicht mal mehr als rechtsautoritär bezeichnen, sondern das geht schon hart an den klerikalfaschistischen Sound. Ja. Diese Gruppen und Grüppchen, die das unterhalten, die sind zahlenmäßig verschwindend klein.
Die verfügen aber über Geld, über politischen, gesellschaftlichen Einfluss und vor allem über sehr viel kampagnenfähigen Eifer. Es gibt ein gefestigtes, hasskatholisches Milieu, das eben nicht argumentiert, sondern diffamiert. Und da soll man sich wirklich von der Zahl nicht täuschen lassen. Die sind sehr laut und die sind einflussreich. In den Vatikan hinein natürlich auch. Und das Problem ist ja nicht, dass die immer gleichen Bischöfe gegen Reformen stimmen oder jetzt nicht zum synodalen Ausschuss erscheinen. Das Problem ist, dass es eine weltweite Bewegung gibt gegen alles, was mit Emanzipation, mit Gleichberechtigung und mit liberaler Demokratie zu tun hat. Und dass ein Teil des katholischen Klerus und einflussreiche laute Laien genau diese Feindbilder haben, nämlich Demokratie, Frauenrechte und alles, was mit Gender gemeint ist. Und es ist auch illusorisch, angesichts einer solch großen weltweiten Bewegung und angesichts des Erstarkens einer politischen Rechten, gerade auch wenn Sie mal in die amerikanische religiöse Szene schauen, es ist doch illusorisch zu glauben, dass man mit Tischrunden, mit Zuhören und mit Gesprächen dem beikommt. Ich finde sogar eine solche Hoffnungshypnose fahrlässig. Da hilft nur Aufklärung, recherchieren, Finanzströme analysieren, gucken, was verbirgt sich zum Beispiel hinter dem sogenannten Lebensschützerbereich. Dazu gibt es ja Studien. Ja? Und da wird man schon bestimmte Netzwerke sehen. Und die Diskriminierung von Frauen und auch von Queeren, die ist ja machtstrategisch genau aus diesem Grund so wichtig. Man kann damit ja wunderbar auf der rechten politischen Welle surfen. Der Zeitgeist bläst da ja kräftig in diese Richtung. Nun gibt es Katholikinnen und Katholiken, die sind ja auf dem synodalen Weg, die sagen, wir wollen diese Diskriminierung nicht mehr. Und die haben das auch eingebracht jetzt bei der Weltsynode, das will ich alles überhaupt nicht kleinreden, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie in diesem römisch-katholischen Gefühlsrausch wirklich sehen wollen, welche rechtsautoritären Geister da über manchen runden Tischen schweben. Ich bin mir nicht sicher. Und wenn ich das so sage, das ist ja eigentlich nur das Ergebnis einer Analyse, ich könnte da noch viel vertiefter reingehen, dann gelten sie als zynisch, als irgendwie bitter, aber das ist auch nicht die richtige Kategorie. Die richtige Kategorie ist eigentlich nur die Frage, trifft es zu, was ich gesagt habe, oder trifft es nicht zu? Und die empirischen Daten, die zeigen, dass das zutrifft. Es gibt starke Verbindungen zum Rechtspopulismus, also zwischen Rechtspopulismus und rechtskatholischem Milieu weltweit und übrigens auch evangelikalem. Das ist ja auch interessant. Die konfessionelle Grenze spielt da überhaupt keine Rolle, weil man dieselben Feindbilder hat. Und für mich ist der Maßstab dafür, ob diese Synode überhaupt irgendetwas verändert, ob die Rechtsautoritären diese Macht verlieren. Franziskus hat gesagt, man soll nicht in Kategorien von Verlieren und Gewinnen denken. Aber ich glaube, es wäre ein Gewinn an Humanität, wenn diese Rechtsautoritären diese diskriminierende Macht verlieren würden. In den Dokumenten steht aber nicht, wir diskriminieren, sondern da steht nur, es fühlen sich Menschen von uns ausgegrenzt. Die fühlen sich aber nicht ausgegrenzt, die werden ausgegrenzt. Das Wort LGBTQ taucht in dem Schlussdokument nicht auf, also da haben die Rechtsautoritären schon noch gewonnen. Ich würde mir wünschen, dass die Diskriminierung zu Ende geht, dass Menschen, denen die Kirche wichtig ist, die in diesem unteren Stand im Moment gelandet sind, der Unsortierten, dass die angenommen werden, ohne Wenn und Aber. Denn für die ist das lebenswichtig. Reformen sind nichts Abstraktes, sondern da geht es um Menschenleben. Und so viel habe ich zumindest durch meine Arbeit verstanden, dass das lebenswichtig ist, von den Katholikinnen und Katholiken, denen ich zugehört habe. Noch ein Punkt zu meinem Leidenschaftsthema mit der Werf, ne? Den nenne ich mal das demutsgigantische Weib. Ich nenne das Thema ja nicht Frauenfrage oder so, sondern ich spreche nur noch von Frauendings, das Frauendings, weil ich einfach so Wörter wie Rolle der Frau, Stellung der Frau, Thematik, Frau, Megathema, Frau nicht mehr hören kann. Ich sage deshalb Frauendings. Und es ist ja ganz interessant, was Sie zum Frauendings so hören. Ne? Bertram Meyer bei einer Priesterweihe sagt er den jungen Priestern, habt keine Angst vor Frauen. Papst Franziskus sagte bei einer Begegnung mit Ordensfrauen, ja, Frauen sind so wichtig für diese Welt, sie vertreiben die Einsamkeit. Ohne Frauen wäre diese Welt einsam.
trockene Einsamkeit, hat er noch gesagt. Und Kardinal Kaspar sagte jetzt bei der Weltsynode, man müsse Frauen mehr Raum geben. Ich meine, ich kann das alles nur mit Humor ertragen. Ne? Wir sind 2023, man muss Frauen mehr Raum geben. Ich stelle meine Füße auf weiten Raum. Naja. Und im Schlussdokument ist ja der Synode steht das verräterische Wort Komplementarität, weil das klingt ja so nett. Ne? Das klingt ja auch, ja, Frau und Mann ergänzen einander. Nur, auch Komplementarität drückt ja eigentlich ein Unterordnungsverhältnis aus. Denn es ist selbstverständlich der Mann, der bestimmt, was ergänzt werden muss. Ne? Spricht er hart, ergänzt die Frau das Lächeln. Ne? Lächelt er nicht, muss sie Scham zeigen. Ne? Gibt er ihr was, sagt sie Danke. Und gibt er ihr nichts, dann sagt sie auch Danke. So ist die Komplementarität im Katholischen. Und die Diskriminierung der Frau, die fängt natürlich nicht an mit dem Ausschluss von der Weihe, sondern sie fängt eben damit an, dass ein weibliches Wesen festgelegt wird, dass damit bestimmte Grenzen gesetzt sind und bestimmte Bestimmungen vorgegeben sind. Das ist die eigentliche Diskriminierung, dass man nur aufgrund des Geschlechts von bestimmten Wegen abgeschnitten wird. Das ist sozialwissenschaftlich betrachtet eine Benachteiligung aufgrund eines gruppenbezogenen Merkmals für einen Einzelnen ist sozialwissenschaftlich betrachtet eine Diskriminierung. Ich nenne das immer Platzanweiserverhalten. Sie wissen, was ich meine. Macht, das sagte ich schon, ist für die römisch-katholische Kirche verwerflich. Sie ist aber erst recht verwerflich, wenn Frauen Macht wollen. Bedeutender Text von Josef Ratzinger von 2004, da warnt er ausdrücklich Frauen davor, die Fehler zu machen, die Männer gemacht haben, aber die Männer in der Welt gemacht haben, dass Frauen nämlich versuchen, auf Missbräuche der Macht, das gibt er schon zu, mit einer Strategie des Strebens nach Macht zu antworten. Also Weiber werden nochmal explizit vor der Macht gewarnt. Und dieser Text wurde auch nie zurückgenommen. Gleichberechtigung der Geschlechter ist in diesem System einfach nicht vorgesehen. Das gibt es einfach nicht. Das gibt es nur als Schreckbild der Gleichmacherei. Und auch Reformbischöfe beschreiben diesen Zustand, der jetzt ist, auch nicht als Diskriminierung, sondern ich habe mal mit Georg Betzing ein Interview gemacht und habe gesagt, das ist aber doch eine Diskriminierung. Da sagte er zu mir, ja, ich nehme wahr, dass Frauen das so wahrnehmen. Also achten Sie mal drauf, wenn Sie Feministen unter den Bischöfen suchen, haben Sie wirklich einen Feministen, der von Gleichberechtigung spricht oder haben Sie einen, der von Diskriminierungsempfindensminderung spricht? Ne, und Diskriminierungsempfindensminderung heißt immer, sie müssen am Gefühl der Frau schrauben, nicht am System. Was besonders Katholisches ist, und das ist das eigentlich Demutsbrutale, was man jetzt auch wieder bei der Synode gesehen hat. Ich bin ganz oft gefragt worden, ob ich selber Priesterin werden wollte. Nein, wollte ich nicht. Dann kommt sofort die Frage, ja, warum schreiben Sie nicht dann ein Buch darüber? Da sage ich, oh, weil man sich als Journalistin vielleicht für ein Thema interessiert, was 50% der Menschheit und 90% der kirchlich Engagierten betrifft. Ach so. Was ich damit sagen will ist, es geht ja eigentlich darum, in Möglichkeiten zu denken. Es geht ja darum, bei Emanzipation, dass ich nicht für etwas streite, was ich unbedingt selber werden will, sondern dass ich dafür streite, dass die, die es werden möchten, es können, dass es ihnen nicht aufgrund des Geschlechts verbaut ist. So, das ist der wichtige Grundgedanke. Jetzt stand in der FAZ zur Bischofssynode, dass die Bischöfe, als es beim Thema Diakonat der Frau ziemlich hoch hergegangen sein muss, in die Pressekonferenz eine australische Theologin namens Renee Köhler-Ryan geschickt haben. Und diese australische Theologin hat einen interessanten Satz gesagt. Sie hat nämlich gesagt, die Frauen sollen gar nicht da über dieses Diakonat diskutieren, sondern sie sollten sich fragen, was will ich als berufstätige Frau für meinen Mann und für meine Familie? Der Trick besteht ja darin, dass ihnen immer jemand sagt, wie die wahre Frauenfrage lautet. Sie dürfen nicht selber sagen, wie die lautet, sondern sie haben immer jemanden, im Idealfall eine Frau, die für sie formuliert. Früher waren es eben Männer und jetzt werden die Frauen vorgeschickt. Und das Demutsgigantische an dieser Haltung ist, Sie finden in der katholischen Kirche sehr viele Frauen in dieser Debatte, die sagen, ja, ich bin mit dem Platz, den ich habe, zufrieden, warum sehen Sie denn da drin ein Problem? Das klingt natürlich demütig und bescheiden, ist aber ja in Wirklichkeit eine autoritäre Haltung. Weil ich ja damit sage, das, was ich nicht will, das sollst du auch nicht haben dürfen. Das ist autoritär.
Das ist Demutsbrutalität für alle, die sich von ihrem Leben was anderes vorgestellt haben. Und natürlich werden solche Frauen von Bischöfen gern vorgeschickt, um für die Frauen zu sprechen. Achten Sie mal darauf, das ist ein ganz mieser, beliebter Trick. Das Frauenpapier am Ende des synodalen Weges, das war ja, ich weiß gar nicht, wie ich diese Kategorie nennen soll, unterhalb der Bitte, ich weiß nicht, wie man das nennt, Bittchen vielleicht, so eine kleinlaute Textgattung. Und auch auf der Weltsynode war eben dieses Thema Frau schon wieder total heiß, ja, als wäre die Frau gerade entdeckt, ne, fremd, wild, gefährlich, oh, man weiß nicht so genau. Und das ist der Stand 2023, ne, wild, gefährlich, man weiß nicht so genau. Frauen knallhart auf Erden zu diskriminieren und ihnen dann im Himmel irgendwelche apostolischen Apostelinnenangebote zu machen, sie zu umschmeicheln, das ist natürlich ein kulturelles Kapital der Kirche. Viele Frauen fallen nach wie vor drauf ein, aber es ist eben eine manipulative Macht, die da angewandt wird. Und die führt dazu, dass nicht die Diskriminierer ein schlechtes Gewissen haben, sondern die Frauen, die Gleichberechtigung fordern. Die sind eben viel zu ungeduldig, viel zu aggressiv. Und bisher hat ja auch alles theologische Argumentieren überhaupt nichts genützt. Die Frauen müssen immer weiter ihren Nutzwert für diese Kirche beweisen. Es fehlt einfach der Wille, diese Diskriminierung zu beenden bei denen, die es zu entscheiden hätten. Warum viele Frauen immer noch so wohlwollend sind und gar keine böse Absicht unterstellen, das ist ein Geheimnis ihres Glaubens, habe ich keine Antwort drauf. Ich meine, ehrlich wäre es ja, wenn die Herren nicht immer Jesus und die Jünger vorschicken würden, sondern wenn sie offen heraus sagen können, ja, ich diskriminiere Frauen und ich stehe dazu auch im Sitzen. Ja? Das wäre ehrlich. So war ich hier am runden Tisch sitze. Und dann kann ich mich auch dazu verhalten. Ich finde immer so, dann ist es klar und dann kann ich mich auch dazu verhalten. Aber zu diesem Windelweichen, ne, ich nehme wahr, das kann ich mich überhaupt nicht verhalten. Und auch nicht gegenhalten natürlich. Noch besser wäre es natürlich, wenn ein Global Player wie die römisch-katholische Kirche diesen simplen Satz, alle Geschlechter sind gleichberechtigt, auch Frauen, mal über die lehramtlichen Lippen bringen würde. Dann würde sich das Leben weiblicher Menschen ganz konkret weltweit verbessern. Davon bin ich fest überzeugt. Für mich ist immer der Maßstab, verbessert sich ein menschliches Leben, ja, verbessert sich das Leben eines Menschen durch eine Reform oder nicht? Und ich glaube, das wird sich schon verbessern, gerade in Ländern, in denen es Frauen sehr viel schlechter geht als hier. Mein Sohn hat kürzlich vorgeschlagen, dass ich den Weiberaufstand in eine englische Fassung übersetzen sollte. Und seine Titelidee war Bitch Revolt. Ich muss sagen, eigentlich gefällt mir das, ne? Das ist wenigstens kein Bittchen. Und jetzt ganz zum Schluss, weil Sie mich explizit darum gebeten haben, noch etwas zu meiner journalistischen Erfahrung zu sagen, über die Rolle der Medien als Element der Machtkontrolle. Man nennt die Medien ja auch vierte Gewalt. Das möchte ich subjektiv tun, eher impressionistisch. Und ich lese Ihnen mal einen Brief vor vom 13. September 1996. Ich lese ihn nicht ganz vor, da geht es erst um eine Panoramasendung über einen Priester, der viele Kinder missbraucht hat. Und die Frau schreibt ans bischöfliche Generalvikariat. Die Frau schreibt, empörend finde ich die Tatsache, dass dieser Mann aus einer anderen Gemeinde strafversetzt wurde und in der nächsten weiterhin sein Unwesen treiben konnte, obwohl dem Generalvikariat seine pädophile Veranlagung bekannt gewesen sein müsste. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass sexueller Missbrauch von Kindern fast als ein Kavaliersdelikt angesehen wird. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass man diesem Treiben nicht Einhalt geboten hat. Eines steht für mich fest, hätten Frauen hier etwas mitzuentscheiden gehabt, wäre es nicht geschehen. Ich möchte meine Wut und meine Empörung laut hinausschreien. Diese Kinder sind durch das, was ihnen ein Seelsorger in Anführungszeichen angetan hat, für ihr ganzes Leben geschädigt. Das vom Gericht ausgesprochene Urteil ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die betroffen sind. Hoffentlich wird wenigstens jetzt dafür gesorgt, dass diesem Mann nicht weiter Gelegenheit geboten wird, andere Menschen unglücklich zu machen. Gott möge uns in Zukunft vor solchen Seelsorgern in Anführungszeichen und vor einer Kirchenleitung, die solche Dinge duldet, bewahren. Dann folgt die Unterschrift, der Brief ist maschinenschriftlich und dann steht handschriftlich drunter, ich bin eine betroffene Mutter, also eine Mutter eines betroffenen Kindes. Ein Brief von 1996. Der Priester, von dem da die Rede ist, war ein Serientäter, der gehörte auch zu den wenigen, das kommt ja vor, die vor einem weltlichen Gericht verurteilt worden sind. Aber dass es überhaupt so weit kam, das war den Eltern zu verdanken, nicht dem Bistum. Und das Bistum, um das es hier geht, das zählt eigentlich zu den Guten, zu den Eherliberalen, zu den Reformorientierten.
Und 2010, 14 Jahre später, hat sich dann der Bischof, wie so viele andere damals, erschüttert gezeigt von den bedauerlichen Einzelfällen, wie es immer hieß. Er hat in Interviews gesagt, wie seine Amtsbrüder auch, ja, er wusste damals nicht so richtig, was das ist, was Missbrauch ist, wie schlimm das ist. Er habe eine Lernkurve gemacht. Tja, da frage ich mich, welchen Teil des Briefes, der ihn bestimmt erreicht hat, hat der Mann nicht verstanden, 1996. Solche Briefe sind einige geschrieben worden. Und ich habe auch eine journalistische Lernkurve hinter mir. Ich habe 2010 auch nicht verstanden zunächst, dass Täter die sexuelle Gewalt verüben gegen Minderjährige, dass die Strategien haben, dass die planmäßig vorgehen, dass es in vieler verschiedener Hinsicht um Machtgefälle geht zwischen einem Erwachsenen, einem Minderjährigen, einem Geweihten, Nichtgeweihten. Dass Geistliche eben ihren Stand, ihren geistlichen Stand ausnutzen, während der Tat, vor der Tat, nach der Tat. Sie nutzen die Autorität des Amtes und sie schaffen es ja hinterher auch, dass, wenn es Gerüchte gibt, die Gemeinde erstmal auf ihrer Seite steht. Der Bischof, der steht sowieso zu ihnen. Und was ich 2010 erst recht nicht verstanden hatte, das war die Rolle der Bischöfe in diesem Machtgefüge. Die haben ja schon recht früh selbstkritisch, so klang das, die Floskel gebraucht, ja, sie wollten eigentlich die Institution schützen. Und deshalb sei ihnen das wichtiger gewesen als die Gerechtigkeit für die Betroffenen. Sie haben vielleicht die großartige Recherche gelesen, die jetzt Christ und Welt hatte, zu Robert Zollitsch, der ja verhindert hat, dass überhaupt so etwas wie unabhängige Aufarbeitung stattfinden konnte. Er hat die Politik getäuscht und die hat sich auch gern täuschen lassen. Ich habe Kontakt zu vielen Betroffenen. Ich bin vielen Fällen, die eben keine Einzelfälle sind, sehr akribisch nachgegangen. Bin auf den Weg der Betroffenen ein Stück mitgegangen und auch vor dieselben Mauern bei den Bistümern gelaufen wie die Betroffenen. Und einen Teil davon habe ich ja auch im Deutschlandfunk sehr detailliert erzählt. Und Whistleblowern sei Dank habe ich eben auch Einsicht bekommen in Papiere, in tausende von Seiten, die natürlich nicht für mich gedacht waren. Und da bei der Lektüre dieser Papiere, da habe ich mich dann schon gefragt, warum Bischöfe bis heute nichts von sich aus zugegeben haben. Warum sie nur das zugeben, was sie nicht mehr bestreiten können, womit wir sie dann konfrontieren. Und ich habe mich vor allem gefragt, warum waren die Kinder, die Jugendlichen, die auch missbrauchten Erwachsenen so egal diesen Herrschaften, die sich doch auf die Bibel und aufs Evangelium berufen? Was war denn wichtiger als der Schutz von Kindern? Schütze die Schwachen, ist ein einfacher ethischer Grundsatz, braucht man gar kein Christ für sein. Und ich habe vielschichtige Antworten gefunden. Wichtiger war, dass man Konflikten aus dem Weg gegangen ist. Wichtiger war, die eigene Karriere nicht zu gefährden. Wichtig war, nicht der Erste zu sein, der aus einem System ausbricht, in dem ja alle vorher und gleichzeitig mitgemacht haben. Und wichtig war auch, dass es eigentlich kaum Angst gab, dass was rauskommt. Es gab eigentlich die Gewissheit, wir sind so mächtig, das kommt nie raus. Und inzwischen gibt es eben auch die Gewissheit, selbst wenn es rauskommt, ist es auch egal. Das verrechnet sich ja jetzt innerhalb der Bistümer. Ne? Jetzt kommt überall was raus und damit ist die Summe plus, minus, ne, plus 5, minus 5, macht wieder 0. Es gibt ein innerdiözesanes Verrechnungswesen in Sachen Missbrauch. Und wenn es dann doch mal eng wird, dann sagt man, Missbrauch ist auch anderswo. Und wenn es ganz eng wird, dann besorgt man sich eben sehr gute Anwälte, die man natürlich aus Kirchengeld bezahlt. Die Bischöfe agieren, wie sie agieren, nicht unbedingt, weil sie miese Menschen sind, miese Charaktere sind. Das würde ich mir nie erdreisten zu behaupten. Sie agieren so, weil sie es können, weil sich ihnen niemand substanziell in den Weg stellt. Und dabei entwickeln sie eben ein ausgesprochen taktisches Verhältnis zur Wahrheit. Wenn ich Lüge sage, dann zuckt unser Justiziariat zusammen. Deshalb sage ich jetzt nicht Lüge, sondern taktisches Verhältnis zur Wahrheit. Vor gut einem Jahr saß ich bei einem Mann an seinem Sterbebett. Der hatte mich gebeten, dass ich zu ihm komme. Der Winfried Pilz beschuldigte. Ne? Das ist dieser von Laudato Si. Der hat lange das Haus Altenberg geleitet. Er sagte mir, er hätte das dem Erzbistum Köln 1988 gemeldet. Das Haus gehört ja zum Erzbistum Köln. Winfried Pilz verließ, natürlich rein zufällig, Haus Altenberg 1989. Bei unseren Recherchen hatten mein Kollege Raul Löbbert und ich, wir haben das zusammen gemacht für den Deutschlandfunk und die Zeit, den Eindruck, dass viele sehr vieles gewusst haben. Oder mindestens einen Verdacht hatten, dass Winfried Pilz die ganze aufopferungsvolle Sozialarbeit auch deshalb gemacht hat, um Männer aus schwierigen sozialen Verhältnissen von sich abhängig zu machen. Der hat sich also seine Opfer durch Sozialarbeit herangezogen.
Männer, die sozial so benachteiligt waren, dass ihnen sowieso keiner glaubte. Also wir hatten den Eindruck, dass viele vieles wussten, aber der Erzbischof von Köln, der nach eigenem Bekunden über jeden Verdacht informiert werden wollte, hat von all dem nichts gewusst bis zur 4. Juniwoche 2022. Das hat er an Eidesstatt versichert, abgesichert von seinen Anwälten. Ich habe mehrfach über die Causa Karin Weißenfels berichtet, war eigentlich die erste, die darüber berichtet hat. Heute ist wieder was dazu in den Medien, weil jetzt das Urteil rechtskräftig geworden ist. Um es kurz zu sagen, das ist die Frau, die von einem Priester, von ihrem Vorgesetzten schwanger wurde und der Priester hat sie in eine Abtreibung gedrängt. Die Frau ist schwer traumatisiert. Nicht nur durch dieses Geschehen, sondern auch durch die Art, wie das Bistum mit ihr umgeht. Mit ihrem Fall waren Reinhard Marx, Stefan Ackermann und Georg Betzing befasst. Betzing in seiner Funktion als Generalvikar von Trier. Das sind alles amtierende Bischöfe. Und alle sind während der Recherche mir durch ihr taktisches Verhältnis zur Wahrheit aufgefallen. Das Bistum Trier hat sich bei den Antworten immer wieder in Widersprüche verwickelt. Die Widersprüche findet man aber nur, wenn man sich sehr gut auskennt. Zum Glück für die Mächtigen bleiben eben nur wenige Journalistinnen und Journalisten über Jahre dran. Petra Morsbach, die Schriftstellerin, hat ein tolles Buch geschrieben über Macht, das heißt Der Elefant im Raum. Und da hat sie ein Kapitel geschrieben über Überkomplexität. Sie müssen Überkomplexität schaffen. Sie müssen es so überkomplex machen, dass keiner mehr weiß, wovon überhaupt die Rede ist. Das ist in diesem Fall mittlerweile so. Aber ich finde es eigentlich gar nicht so schwierig. Die Frau ist Opfer eines mannigfaltigen Missbrauchs und keiner übernimmt dafür die Verantwortung. Ich kann damit leben, von Bischöfen angelogen zu werden. Denn mein Leben hängt nicht davon ab, dass Bischöfe die Wahrheit sagen. Ja? Journalismus ist mein Beruf. Ich habe auch noch ein anderes Leben daneben. Ich kann aus machttaktischer Sicht die Herrschaften sogar verstehen. Wenn man einmal entschieden hat, dass das Amt das Wichtigste ist, wenn man unbedingt im Amt bleiben will, wenn das Amt die Identität ausmacht, dann agiert man natürlich so. Und man darf darauf hoffen, auch aufgrund der Aktenlage ja einfach, dass die ganze Wahrheit sowieso nicht rauskommt. Und wenn man dann Gutachten noch selbst in Auftrag gibt und wenn man sich, wenn es eng wird, einen teuren Anwalt nehmen kann, den man nicht privat bezahlt, dann ist doch klar, wie die Machtverhältnisse sind, Bischof gegen Betroffene. Wer aber mit diesem taktischen Verhältnis zur Wahrheit nicht leben kann, das sind die Betroffenen selber. Die wollen wissen, was war. Die wollen wissen, wer ihnen nicht geholfen hat, wer es gewusst hat. Das ist ja ein Teil ihres Lebens. Das ist für die im wahrsten Sinne des Wortes lebenswichtig. Und wenn Bischöfe zu der ganzen Geschichte nicht wahrheitsgemäß das beitragen, was sie beitragen können, dann ist das, wie die Mutter schreibt, ein brutaler Schlag ins Gesicht der Betroffenen. Und all die Sätze, die 50 Mal das Wort Betroffene enthalten, die sind nichts wert. Die Lügerei, die Weiterlügerei, die beschädigt, die verwüstet und die zerstört Leben. Kürzlich habe ich darüber berichtet, dass Georg Betzing eine Unterlassungserklärung unterschrieben hat. Das rauscht so durch, was ist das überhaupt, eine Unterlassungserklärung? Unterlassungserklärung heißt im Presserecht, dass man eine Behauptung nicht wieder öffentlich behauptet und dass man die Behauptung auch aus den Medien, wo die stehen, rausnehmen muss. Und er hat diese Unterlassungserklärung unterschrieben, weil er 2021 auf die Frage eines Journalisten zu seiner Rolle im Fall Weißenfels nicht wahrheitsgemäß geantwortet hat. Er hat diese Rolle viel zu klein beschrieben, hat so sinngemäß gesagt, ich war damit gar nicht so befasst. Er war aber damit befasst. Und er hat ja mutmaßlich diese Falschaussage gemacht, weil er gedacht hat, dass von den anwesenden Journalistinnen und Journalisten sowieso keiner bemerkt, dass es falsch ist. Und noch wichtiger, weil er nicht damit gerechnet hat, dass die betroffene Frau dasselbe Mittel wählt, das ansonsten nur Bischöfe wählen, dass sie sich nämlich einen qualifizierten, sehr guten Medienanwalt nimmt. Und so hat die dann diese Unterlassungserklärung durchgesetzt. Gute Opfer aus Sicht der Bischöfe, die geben natürlich Ruhe, ja? Die klagen nicht, die vergeben. Ne? Wie es Josef Ratzinger ausgedrückt hat, die wollen doch auch in die Wunden von Jesus schauen. Die Bischöfe haben bei der Aufarbeitung, ich spreche da von Aufarbeitungssimulation, sorgsam darauf geachtet, dass sie die Macht, das Heft darüber in der Hand behalten haben. Bis heute haben sie erfolgreich verhindert, dass wirklich unabhängig aufgearbeitet wird. Stattdessen haben sie die Macht, Kommissionen und Beiräte, deren Mitglieder sie ja selber benennen,
unabhängig zu nennen und auch noch mit großem U. Und meinen Schlussgedanken, den möchte ich noch den Gläubigen widmen, die immer noch erstaunlich gutgläubig sind, sich noch bestürzt zeigen, wenn rauskommt, dass jemand, ein Priester oder eben auch, wie wir jetzt in letzter Zeit ja hatten, ein Bischof, als Missbrauchstäter überführt wird. Was? Der auch? Wenn all die Recherchen meiner Kollegen und mir doch eines gezeigt haben müssten in 13 Jahren, dann doch das, dass Täter nett sein können, liberal sein können, dass sie kirchenpolitisch links stehen können, Turnschuhe tragen, dass sie aber auch mit Priesterkragen schon zur Welt gekommen sein können. Missbrauch ist völlig unabhängig von der kirchenpolitischen Orientierung. Und der Täterschutz ist auch unabhängig von der kirchenpolitischen Orientierung. Und viele Gläubige denken nach wie vor, dass die Sache für Gerechtigkeit zu kämpfen die Angelegenheit der Betroffenen selber ist. Oder um die Münze, die fragen ja auch, ja, dass viele Betroffene doch sich selber darum kümmern sollen, dass ihr Leben besser wird, um die Münze etwas kleiner zu wählen und nicht das große Wort Gerechtigkeit zu nehmen. Ich bekomme sehr viel Hörerpost, aber nur sehr selten bekomme ich Hörerpost mit der Frage, was kann ich denn für Betroffene tun? Spenden zum Beispiel, Kollekte oder an eine Hilfsorganisation spenden. Das kommt nur ganz selten, diese Frage. Aber ich finde, der einzelne Gläubige ist nicht ohnmächtig. Man kann auch sich selber an der Aufarbeitung beteiligen. Und die Gläubigen, und damit komme ich zum Schluss, die spielen auch noch in anderer Hinsicht eine Rolle. Nämlich als Öffentlichkeit, sozusagen als unser Publikum. Für journalistische Arbeit, nicht nur für meine, sondern insgesamt, auch weil das Presserecht uns dazu ja verpflichtet. Für journalistische Arbeit ist das alles entscheidende Kriterium. Stimmt das, was wir behaupten? Haben wir Belege? Und wenn ich die nicht habe, dann muss ich die Behauptung zurücknehmen, dann muss ich mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Für meine Berichterstattung ist leitend, ob das stimmt, ob ich Belege habe oder, wenn ich einen Kommentar mache, ob ich Argumente habe. Was sehr auffällig ist, die kirchliche Öffentlichkeit, die hat ein ganz spezifisches anderes Kriterium. Die fragt überhaupt nicht, stimmt das? Oder jedenfalls nicht als erstes, sondern die fragt, ja, welche Motive könnte denn der Journalist und die Journalistin haben, das jetzt zu veröffentlichen? Warum berichtet die das? Hat er schlimme Erfahrungen gemacht mit der Kirche? Wollte die Priesterin werden und durfte das nicht? Ist er selber Missbrauchsbetroffener? Hat er einen persönlichen Konflikt mit dem und dem Bischof? Ist sie enttäuscht, verbittert, pessimistisch? Das ist auch so eine Kategorie, die ich liebe, die im Journalismus überhaupt nichts zu suchen hat. Der Soziologe Ulrich Beck, er schrieb mal 2002 in seinem Buch Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter, da geht es gar nicht um die Kirche, der schrieb, wo niemand über Macht spricht, ist sie fraglos da, in ihrer Fraglosigkeit zugleich sicher und groß. Wo Macht Thema wird, beginnt ihr Zerfall. Ein wichtiger Gedanke, der mit dem Zerfall. Denn wer Macht thematisiert, so ist ja der Vorwurf dieser übergriffigen Hobbypsychologen, der arbeitet bestimmt am Zerfall der Kirche. Oder, die Formulierung liebe ich auch, arbeitet sich an der Kirche ab. Ich sage dann immer, ich arbeite mich nicht ab, ich arbeite. Und Aufklärungsarbeit kann zumindest dafür sorgen, dass mehr Menschen sensibilisiert sind für Machtmissbrauch und wo der schon anfängt. Und ich hoffe, wenn ich dieses abgedroschene Wort mal jetzt am Ende benutzen darf, ich hoffe einfach nur, dass weniger Menschen Opfer dieses Machtsystems werden, weil sie aufgeklärter sind oder vielleicht, weil sie andere darauf hinweisen, dass sie Opfer werden könnten. So bescheiden, mit dieser bescheidenen Hoffnung, möchte ich schließen. Danke für Ihre Geduld.